Woran erkennst du eigentlich, ob du an einen schlechten Lehrer geraten bist? Häufig ist es gar nicht so leicht einzuschätzen, ob dein Lehrer gut oder schlecht ist. Vor allem, man hat ja auch nicht so wirklich den Vergleich. Und was bei vielen passiert oder was mir viele auch berichten, ist, dass sie einfach massive Probleme mit dem Klarinettespiel haben, denken, dass sie selbst das Problem sind, dass sie einfach nicht talentiert sind und hören dann oft sogar frustriert auf mit dem Klarinettenspiel, weil ihnen das Klarinettespielen keinen Spaß mehr macht. Das muss natürlich nicht so sein und deswegen gehe ich jetzt mal mit dir gemeinsam ein paar Punkte durch, woran du erkennen kannst, ob dein Lehrer schlecht ist. Diese Punkte habe ich mir aber nicht selber ausgedacht, sondern das ist tatsächlich etwas, was mir sehr, sehr häufig erzählt wird, wo andere wirklich schlechte Erfahrungen mit ihren Lehrern gemacht haben und weshalb sie so blöde Probleme hatten und mit ihrem Spiel unzufrieden waren und einfach keinen Spaß mehr mit ihrem Spiel hatten. Eine Situation, die wirklich sehr, sehr häufig vorkommt und die ich wirklich oft erzählt bekomme, ist, dass der Schüler zum Lehrer geht und sagt, hey, ich habe hier Problem XY, das fällt mir schwer, was kann ich tun, damit das endlich kein Problem mehr ist? Und der Lehrer dann sagt, weißt du, das kommt mit der Zeit, du musst einfach noch ein bisschen länger Geduld haben, das kommt von alleine, wenn du einfach nur mehr übst und wenn du einfach dran bleibst. Und das anstatt dir zu erklären, worauf du denn jetzt konkret achten sollst. Das ist ein Zeichen dafür, dass dein Lehrer nicht gut ist. Wenn du mit einem Problem zu deinem Lehrer gehst und ihn fragst, wie du das Problem lösen kannst, dann soll er bitte mit dir Übungen erarbeiten, die dir helfen, dieses Problem zu lösen. Er soll dir bitte eine Schritt-für-Schritt-Anleitung geben. Ja, natürlich brauchst du ein bisschen Geduld, weil er macht nicht Schnips und dann ist das Problem weg. Aber er sollte dir Übungen geben, die funktionieren. Und wenn er das nicht kann, dann ist das kein guter Lehrer. Zweiter Punkt. Dein Lehrer erklärt dir viel zu wenig und setzt einfach zu viel voraus, dass du das schon weißt oder dass du das einfach verstehst, wenn er das sagt. Beispiel. Der Lehrer sagt zu dir, du sollst einfach nur an dieser Stelle mehr stützen. Du sollst mehr stützen, dann kommen die Töne besser raus. Du sollst mehr stützen, dann klingt es weniger rauschig. Du sollst mehr stützen, dann klingen die hohen Töne auch schöner oder dann klingst du schöner. Was ist Stütze? Warum erklärt dir das dein Lehrer nicht? Ganz oft höre ich das, dass der Lehrer einfach sagt, ja, du musst mehr stützen und der Schüler aber eigentlich gar nicht weiß, was das bedeutet. Ein guter Lehrer würde zunächst erstmal mit dir die Stütze erarbeiten und dann kann er später sagen, du musst mehr stützen, aber dann weißt du auch, was es bedeutet, weil du es gespürt hast, weil du verstanden hast, was Stütze bedeutet und du es auch immer abrufen kannst. Ja, es kann mal sein, dass du mal die Stütze vergisst und dann erinnert dich dein Lehrer daran. Er muss nicht jedes Mal von neuem erklären, was Stütze ist, wenn du es einmal wirklich verstanden hast. Aber er muss zumindest ein paar Mal oder vielleicht auch öfter, also ich mache das in jeder Stunde, gehe ich einmal nochmal komplett die Stütze tatsächlich durch und mache sie mit meinen Kursteilnehmern wach, weil es so wichtig und so elementar ist, damit ich 100% sicher bin, dass sie es verstanden haben. Und das sollte ein guter Lehrer machen. Er sollte mit dir die Prinzipien, die wichtig sind, erstmal erarbeiten, bevor er sagt, dass du ja, mehr stützen sollst. Oder dein Lehrer lässt dich Übungen machen, ohne dir wirklich zu erklären, worauf es eigentlich bei der Übung ankommt und was der Sinn der Übung ist. Irgendwelche Atemübungen, die du dann halt machst, aber die dir halt einfach nichts bringen auf der Klarinette, weil du sie nicht übertragen kannst. Wofür hast du die Atemübung jetzt gemacht? Oder Blatt an die Wand pusten. Ja? Wenn du nicht weißt, warum du das machst oder was du da spüren sollst und was du dann bitte schön auf die Klarinette übertragen sollst, dann bringt dir diese Übung nichts. Oder irgendwelche Tonaushalteübungen oder Staccato-Übungen, die du dann machst, wo der Lehrer dir einfach die Übung gibt und sagt, mach die einfach jeden Tag, dann wird das schon besser. Nein, nichts wird von alleine besser. Nichts wird besser, wenn du nicht weißt, worauf es ankommt. Es sei denn, du findest zufälligerweise selber irgendwie die Lösung, wie es geht. Aber dafür gehst du nicht zum Unterricht, um dann zufälligerweise vielleicht die Lösung zu finden.
Du gehst zum Unterricht, damit du lernst, wie es geht, damit dir dein Lehrer sagt, worauf du achten kannst, warum du eine Übung machst, welchen Sinn sie macht. Und wenn du den Sinn verstanden hast, dann machst du die Übung auch gerne zu Hause, weil du weißt, wofür sie ist und was sie dir bringt. Woran du auch noch einen schlechten Lehrer erkennst, ist, dass er dir wenig hilfreiche Anleitung gibt. Zum Beispiel sagt dein Lehrer, gib doch einfach mehr Luft, dann kommt der Ton auch besser. Das ist super undifferenziert. Mehr Luft. Ja, wenn ich die Luftmenge erhöhe, wird mein Ton einfach nur lauter. Ja, wird vielleicht aber nicht unbedingt schöner. Sprich, wenn dein Lehrer dir solche undifferenzierten Aussagen gibt, gib einfach nur mehr Luft, stütz mal ein bisschen besser und so weiter, anstatt mit dir wirklich zu erarbeiten, was da eigentlich alles eine Rolle spielt. Es ist nicht nur einfach nur mehr Luft geben, dann ist es kein guter Lehrer. Dann hat er sein Fach nicht verstanden. Sorry, kann ich nicht anders sagen. Ja, manchmal ist es vielleicht mehr Luft, aber meistens, bei den meisten Problemen, ist nicht das Problem, dass du zu wenig Luft gibst, sondern dass du die Luft nicht auf die richtige Art und Weise in die Klarinette gibst. Nächster Punkt, du verstehst einfach nicht seine Erklärung. Ein guter Lehrer erklärt es so, dass du damit was anfangen kannst, dass du nach Hause gehst und weißt, was du zu üben hast, dass du nicht deinen Lehrer an deiner Seite brauchst, damit du irgendwie was damit anfangen kannst, sondern dass du wirklich verstehst, was er da sagt. Denn wenn du nicht verstehst, was er da sagt und immer grübelst, was bedeutet das? Puh, ja, dann ist es auch schwierig mit der Verbesserung. Ein guter Lehrer leitet dich dahin, dass du ihn verstehst. Was ich ganz oft mache, ich habe auch meine Begrifflichkeiten, Wörter und Sätze, die ich immer wieder sage. Aber ich leite meine Schüler dahin, dass sie mein Vokabular auch verstehen, dass sie genau wissen, was ich meine, wenn ich sage, du musst mehr stützen, ja? Oder du musst die Weite mehr spüren in deinem Körper. Ja, was bedeutet das? Wenn ich das einfach so hinwerfe, dann verstehst du es nicht. Dann kannst du mit meiner Erklärung nichts anfangen. Oder du musst mit mehr Richtung spielen. Was bedeutet das? Du musst erstmal lernen, was das bedeutet, ja? Und das mache ich mit meinen Schülern. Ich erkläre ihnen wirklich, wie sie meine Worte zu verstehen haben, wie sich das anfühlt. Und das sollte ein guter Lehrer machen. Und wenn du deinen Lehrer nicht verstehst, dann liegt das nicht daran, dass du zu doof bist, sondern dass dein Lehrer nicht erklären kann. Genauso ist das auch mit, wenn dein Lehrer einfach nur sagt, wiederhole. Wiederhole einfach mal diese Stelle 10-mal richtig, dann kannst du sie. Einfach nur wiederholen, random, bringt einfach nichts. Du musst herausfinden, was ist dein Problem, warum diese Stelle nicht funktioniert. Und dann musst du dich mit dem Problem auseinandersetzen und es lösen. Dann funktioniert die Stelle. Wenn du zum Beispiel immer ein Problem damit hast, dass die Finger nicht sauber greifen zum Beispiel, dann bringt es nichts, wenn du einfach 10 Wiederholungen davon machst und versuchst, es dann irgendwie hinzukriegen. So nach Motto, mit oft genug üben, dann kommt das schon. Nein, du musst wissen, was ist das Problem? Warum wollen meine Finger hier nicht so sauber greifen? Welcher Finger ist zum Beispiel zu langsam oder zu schnell? Oder warum kann ich diesen Lauf nicht durchspielen, ohne dass ich meinen Rhythmus verliere? Ja, das kann auch mit der Luft zusammenhängen, dass du zum Beispiel nicht richtig stützt und die Luft nicht richtig in die Klarinette gibst und sie nicht richtig führst. Und das könnte der Grund sein, warum der Lauf nicht klappt. Da bringt es nicht, wenn du das einfach 10-mal wiederholst und hoffst, dass es dann besser und leichter geht. Das ist eine nicht hilfreiche Anleitung. Wiederholung ist erst dann hilfreich, wenn du weißt, worauf es ankommt und weißt, worauf du deinen Fokus legen kannst mit jeder Wiederholung. Dann erst macht eine Wiederholung Sinn und dann wird es auch einen positiven Trainingseffekt haben. Genauso ist es auch mit, du musst einfach nur mehr üben, ohne dir zu erklären, wie Üben eigentlich geht und worauf du achten sollst beim Üben. Ich bin immer wieder überrascht, wenn ich einen Schüler neu bekomme, dass er einfach nie gelernt hat, nie erklärt bekommen hat, wie Üben funktioniert. Ja, letztens hatte ich eine in der Probestunde. Da habe ich eine ganz simple Übung gemacht. Die kann jeder Lehrer erklären, eigentlich. Und zwar hatte sie immer Probleme mit einem Lauf. Sie konnte ihn sich nicht merken. Und immer wenn sie den wiederholt hat, ist der einfach nur schlechter geworden. Was haben wir gemacht? Wir haben einfach mal den Lauf unterteilt. In kleine Teile. Einfache Übung.
bei ihr ein Wow-Effekt. Sie hat noch nie was davon gehört. Und das darf nicht sein. Wenn dein Lehrer dir solche Anleitungen nicht gibt, dir nicht zeigt, wie du wirklich richtig gut üben kannst, damit dein Üben auch was bringt, dann ist es kein guter Lehrer. Sorry, kann ich nicht anders sagen. Genauso auch lässt dich ein Stück nach dem anderen üben. Ja, du musst natürlich Stücke üben und es macht Spaß, Stücke zu spielen. Aber wenn er dir in jeder Stunde oder alle paar Stunden ein neues Stück auflegt und sagt, so, jetzt übt mal zu Hause und dann mit dir nur Griffe und Rhythmus und vielleicht ein paar kleine Tipps gibt, das ist kein guter Unterricht. Sorry. Denn einfach nur ein Stück nach dem anderen zu spielen, macht dich nicht wirklich besser auf der Klarinette. Ich sag so oft, der Fokus bestimmt die Übung. Ja, du kannst ein Stück nach dem anderen üben, aber es ist wichtig, dass du weißt, worauf du achten musst, damit du als Klarinettist besser wirst, damit du dich wohlfühlst beim Klarinette spielen, damit dich nicht ständig immer die gleichen Probleme in jedem Stück wieder von neuem einholen und du wieder irgendwas üben musst, was du eigentlich nicht am Stück üben solltest. Du solltest nicht am Stück üben müssen, dass der Ton überhaupt rauskommt. Zum Beispiel. Oder dass der hohe Ton rauskommt. Das solltest du eigentlich nicht an einem Stück üben müssen. Du kannst es an einem Stück üben, klar. Aber du solltest wissen, was musst du machen, damit du eben diese Probleme in nie wieder einem Stück hast. Dass wenn du ein neues Stück anpackst, dass du die Probleme, die du vielleicht im Stück davor hattest, im nächsten Stück einfach nicht mehr hast. Und wenn dein Lehrer nur ein Stück nach dem anderen dir gibt, ohne dir wirklich irgendwie was beizubringen, ja, und du immer die gleichen Probleme in jedem Stück hast, dann ist dein Lehrer kein guter Lehrer. Denn das hat auch nichts mit Talent, Alter oder dass du nicht lang genug spielst zu tun. Oder diese Lehrer, die dir nur vorspielen. Vorspielen und du musst es nachahmen. Ja, nachahmen ist super. Darüber kann man auch viel lernen. Aber wenn du nicht weißt, wie das, was er macht, wie er das macht und wenn er dir das nicht erklärt, dann kannst du ohne deinen Lehrer nicht so gut spielen. Dann kannst du immer nur spielen, wenn er es dir vorgemacht hat. Dann kannst du dann so spielen, aber zu Hause eben nicht mehr. Die meiste Zeit bist du aber zu Hause mit dir alleine. Bringt dir also nichts für dein Zuhause. Ja? Wenn er dir vorspielt, dann soll er dir natürlich irgendwas bewusst machen. Das ist wichtig. Aber so, dass du dann auch verstehst, was passiert da eigentlich. Also, was passiert da, was du dann auch zu Hause abrufen kannst? Einfach nur vorspielen ist keine hilfreiche Anleitung. Und vor allem birgt es die Gefahr, dass du vielleicht etwas nachmachst und es dann irgendwie funktioniert ähnlich, aber es mit einer unglaublichen Anstrengung machst. Weil du nicht weißt, wie das denn jetzt eigentlich alles funktioniert. Ja, da kann ich sogar aus eigener Erfahrung, weil ich bin sehr gut im Nachmachen. Und ich habe sehr lange meinen Lehrer nachgemacht und in der Stunde war es auch immer ganz toll. Zu Hause wusste ich immer nicht so genau, was kann ich da tun. Und ich habe ihm immer mit einem schlechten Spielverhalten nachgemacht. Es hat irgendwie ähnlich geklungen und dann dachte ich, ja, das ist richtig. Aber es war anstrengend. Ich musste mich stundenlang einspielen, um warm zu werden. Ich musste stundenlang überhaupt spielen, damit ich das Gefühl habe, im Training zu sein. Wenn ich ein paar Wochen nicht gespielt habe, konnte ich das schon nicht mehr abrufen, weil ich habe unglaublich viel Kraft gebraucht, um das abzurufen. Und das ist die Gefahr, wenn du einfach nur nachmachst. Natürlich ist Vorspielen wichtig, auch damit du mal eine Idee bekommst, wie es schön klingen kann oder was eigentlich möglich ist oder um halt bestimmte Dinge zu erklären. Aber wenn das die einzige Methode ist, mit der er mit dir arbeitet, dann ist es kein guter Lehrer. Es sollte immer so sein, dass du, wenn du nach Hause gehst, das, was du gelernt hast, auch abrufen kannst und eben nicht nur dann, wenn dein Lehrer neben dir steht und dich anleitet. Nächster Punkt, fehlendes Konzept. So viele Lehrer, zumindest von dem, was ich mitkriege, haben kein wirkliches Konzept. Ach, morgen kommt die Karin. Was mache ich denn mal mit ihr? Keine wirkliche Vorbereitung von Unterricht, kein klarer Plan, wann, wie du deine Ziele erreichen kannst. Kein roter Faden, ein drauflos unterrichten. Die eine Stunde, du machst etwas coole Entdeckung, aber anstatt dass er in der nächsten Stunde dranbleibt und darauf aufbaut, wird was komplett Neues gemacht. Ach, heute habe ich Lust darauf, das zu unterrichten. Heute habe ich diese und jene Entdeckung gemacht, die muss ich dir erzählen. Cool, ist inspirierend und spannend, jedes Mal was anderes.
Aber das hilft dir nicht, weil man muss manchmal an Dinge etwas länger bleiben. Man muss manchmal darauf aufbauen oder etwas wiederholen. Und ja, es wäre schön, wenn er nicht einfach erwartet, ja, du kommst ja sowieso dann noch für die nächsten paar Jahre zum Unterricht, dann machen wir mal irgendwie, sondern nein, setzt euch gemeinsam Ziele. Was wollen wir wann erreichen? Was wollen wir in 3 Monaten erreichen? Okay, wie kommen wir dahin? Okay, wir erarbeiten das zusammen. Das macht ein guter Lehrer. Der hat einen Plan. Der weiß, wie du deine Ziele erreichst. Und der weiß auch, wie er dich fordern kann. Der kommt nicht mit plötzlich zu schweren Sachen, sondern der weiß auch, wann der richtige Zeitpunkt ist, weil er die Erfahrung hat. Weil er Erfahrung mit anderen Schülern hat und weiß, wenn die Person an diesem Punkt ist, dann muss ich mit der Person diese Dinge erarbeiten, sonst wird alles, was ich da machen könnte, zu schwer. Und das passiert wirklich sehr, sehr häufig, dass Lehrer zu früh zu schwer sind, weil sie wollen halt, dass der Schüler sozusagen das Gefühl hat, dass er Fortschritte macht. Deswegen machen sie zum Beispiel hohe Töne viel zu früh. Wenn die Stütze noch nicht mal richtig etabliert ist, wenn sie noch nicht wissen, wie sie richtig in das Instrument reinblasen, damit es leicht geht, damit sie dann, wenn die hohen Töne kommen, nicht all diese Probleme haben, die jeder hat, wenn man hohe Töne spielt. Ja, plötzlich hohe Töne, dann wird gedrückt, gepresst und gebissen und dann entstehen diese ganzen schlechten Gewohnheiten. Das ist die Gefahr, wenn man zu früh zu schwer wird oder zu schwere Stücke direkt an die Hand gibt, ohne zu zeigen, wie es geht und wie man das erarbeitet und wie man das sich vereinfacht. Das führt nur zur Verkrampfung und zur Verspannung. Und wenn du immer das Gefühl hast, total überfordert von deinem Lehrer zu sein oder auch unterfordert von deinem Lehrer zu sein, dann ist es kein guter Lehrer, dann hat er noch nicht so viel Erfahrung. Jetzt kommen wir auch zu einem Punkt, der wirklich häufig ist. Dein Lehrer vermittelt dir nicht wirklich Grundlagen. Also mal hier und da so nebenbei vielleicht. Du übst ein Stück, da tritt ein Problem auf, dann erklärt er dir vielleicht was Kleines. Oder ganz am Anfang, als du angefangen hast mit dem Klarinette-Spielen, da hat er dir mal gezeigt, wie du richtig einatmest und wie du deinen Ansatz formst. Danach hast du eigentlich nicht mehr wirklich was davon gehört und hast dann das Gefühl, dass du dir die Grundlagen selber erarbeiten musst. Und ein guter Lehrer, der nimmt sich Zeit für die Basics. Denn jeder gute Lehrer weiß, dass die Basics, egal auf welchem Niveau du spielst, das Wichtigste sind, das, was dich wirklich weiterbringt, das wirklich zu Fortschritten führt, das dazu führt, dass du schön klingst, dass du dich wohlfühlst mit deinem Spiel, dass du dich sicher fühlst mit deinem Spiel und dass du dich entspannen kannst beim Spielen und dein Spielen genießen kannst. Wenn dein Lehrer aber darauf keinen Wert legt, dann wird das bei dir zu Problemen führen. Und das hast du nicht verdient. Wenn du schon zu einem Lehrer gehst, dann sollte er dir auch die Grundlagen vermitteln. Zeigen, worauf es ankommt beim Klarinette-Spielen und das systematisch mit dir erarbeiten, so dass du wirklich weißt, was du tust und nicht, wenn du mal eine Woche Pause machst, nicht mehr weißt, wie Klarinette-Spielen geht. Okay, voll übertrieben. Passiert den meisten zum Glück nicht, dass sie nach einem Urlaub schon nicht mehr wissen, wie es geht. Aber ja, so oft höre ich das. Ich hatte das Gefühl, ich muss mir alles selber beibringen. Ah, irgendwie hat mir mein Lehrer nie irgendwie so richtig was zu den Grundsätzen des Klarinettenspiels erklärt. Ich weiß eigentlich gar nicht, wie ich richtig üben soll. Ich weiß gar nicht, worauf ich achten soll. Das sind Sätze, die mir so oft erzählt werden. Und wenn du das kennst, dann hast du mit hoher Wahrscheinlichkeit keinen guten Lehrer. Nächster Punkt. Du bemerkst nicht so wirklich einen Fortschritt in deinem Spiel. Klar, wenn du gerade frisch Klarinette angefangen hast, dann wirst du bei jedem Lehrer Fortschritte bemerken. Oh, cool, die Töne kommen raus. Wow, der Ton kommt schon viel besser als letzte Woche raus. Juhu, ich habe neue Griffe gelernt. Juhu, ich kann jetzt ein bisschen überblasen. Aber ab einem gewissen Punkt geht es dann plötzlich nicht mehr weiter. Und du hast Probleme, die sich hartnäckig halten, die unlösbar zu sein scheinen. Du bleibst auf so einem Level hängen. Du stagnierst und kannst irgendwie nur Stücke auf einem bestimmten Niveau spielen, obwohl du übst, obwohl du das machst, was dein Lehrer dir sagt. Und es scheint so, als ob du einfach nicht besser werden kannst. Und dein Lehrer scheint dir irgendwie auch nicht wirklich helfen zu können, diese Probleme wirklich zu lösen. Also es gibt keinen richtigen Fortschritt. Und was viele dann anfangen zu sagen, ist, ah, vielleicht bin ich nicht so talentiert. Und ja, ich bin ja kein Profi und deswegen kann ich das halt vielleicht nicht so gut. Ja, oder das ist ganz normal, diese Probleme zu haben. Mein Kollege im Orchester hat auch diese Probleme.
Ich bin ja nicht die Einzige. Nein, es ist nicht normal, dass du diese Probleme hast. Jedes Problem hat auch eine Lösung. Und wenn du ein Problem gar nicht gelöst bekommst und es die ganze Zeit bleibt und dein Lehrer dir das nicht erklären kann, wie du dieses Problem löst, wenn du nicht weißt, worauf du achten kannst, weil dein Lehrer dir das nicht erklärt, dann sorry, dann ist dein Lehrer nicht gut. Das liegt nicht an dir. Vor allem, wenn du übst. Es liegt nicht an dir. Und es liegt auch nicht daran, dass du nicht talentiert genug bist oder dass du nicht lang genug Klarinette spielst. Es gibt für jedes Problem eine Lösung und dein Lehrer hat die Aufgabe, mit dir gemeinsam die Lösung zu erarbeiten, wenn die auftauchen. Und nicht nur so nebenbei, sondern wirklich so, dass du dann weißt, okay, diese Sache mache ich jetzt, um das Problem zu lösen, damit es im nächsten Stück nicht mehr vorkommt. Damit ich nicht noch Jahre damit zu tun habe. Denn nein, es ist nicht normal, dass du diese Probleme hast und es ist auch nicht normal, dass du ab einem gewissen Punkt einfach nicht mehr weiterkommst und es ist auch nicht normal, dass dein Lehrer dir eigentlich gar nichts mehr beibringen kann, wenn du noch kein Profi bist. Ja, selbst ich als Profi nehme Unterricht und mein Lehrer kann mir noch was beibringen. Da gibt es immer etwas, was du lernen kannst. Und wenn du keine Fortschritte siehst, keine Verbesserungen siehst, das obwohl du übst und dein Lehrer dir nichts mehr da helfen kann, dann bist du bei einem Lehrer, über den du entweder hinausgewachsen bist oder bei einem Lehrer gelandet, der leider Gottes nicht so gut ist, wie er sein könnte. Tja, und dann kommen wir zu einem Punkt, der eigentlich auch ziemlich offensichtlich ist. Er nutzt deinen Unterricht, um mit dir zu schwätzen oder als Therapiestunde oder um von dir Ratschläge zu bekommen, weil er weiß, dass du einen Beruf hast, von dem er profitieren kann. Das habe ich auch tatsächlich häufig gehört und ich habe mich ein bisschen gewundert, weil wenn Schüler zu mir kommen, dann bringe ich ihnen Klarinette bei und erzähle ihnen nicht meine Lebensgeschichte oder frage sie, wie ich besser mit meinen Kindern umgehen kann, sondern dann dreht es sich um Klarinette spielen und um das, wofür sie mich bezahlen. Warum zahlst du deinen Lehrer? Um seine Lebensgeschichte zu hören? Um ihn zu therapieren oder sein Seelsorger zu sein? Oder wo er seinen Frust ablassen kann? Nein! Und auch nicht, um ihn dann zu beraten, damit er besser mit seinen Kindern klarkommt, mit seiner Partnerin oder seinen Garten besser pflegen kann oder was auch immer. Wenn du an so einen Lehrer gerätst, dann ist es vielleicht nicht unbedingt ein guter Lehrer. Klar ist es wichtig, dass man so eine Verbindung schafft und dass es auch eine persönlich ist, der Kontakt, weil, naja, es ist sehr intim und so natürlich droppt man dann halt mal sowas. Aber wenn du in eine Stunde gehst und keine Ahnung, die Hälfte deiner Zeit sowas ist und so, und davon gibt es tatsächlich ein paar Lehrer, dann ist das nicht das, was du wirklich haben möchtest. Puh, solltest du jetzt an einem Punkt sein, dass du jetzt gemerkt hast, okay, mein Lehrer bringt mich eigentlich gar nicht wirklich weiter, oder wenn du jetzt bemerkst, okay, mein Lehrer ist in manchen Punkten richtig gut, aber ich könnte da noch eine Ergänzung gebrauchen, dann lass uns eine Probestunde machen. Und dann zeige ich dir, was wirklich möglich ist und dass es mit hoher Wahrscheinlichkeit gar nicht an dir liegt, dass du nicht weiterkommst. Gehe dafür einfach auf www.klarinettenkurs.de und trage dich für eine Probestunde ein. Den Link findest du wie immer in der Beschreibung unter diesem Video.